ich bin voll aufgeregt, weiß nicht warum. Das willst du ja mit klauen. Einfach reinpacken und nie wieder rausgeben. Wenn du so auf heimlich die Sachen nimmst und reinpackst, also so unter deine Jacke zum Beispiel. Sieht er das? Gute Freunde, wir gehen heute zu Rewe Pick and Go. Für die, die nicht wissen, was es ist, du nimmst einen Artikel und gehst aus dem Laden und ihr müsst nicht kassieren oder sonst was, wird automatisch abgebucht. Naja, Leute, das gibt es so dreimal in Deutschland, in Berlin, in Köln und in München. Und wie ihr wisst, sind wir gerade in Berlin und unsere Bahn fährt in 2 Stunden. Und wir möchten da unbedingt hin. Das bedeutet, wir nehmen jetzt unsere Sache und gehen dahin. Viele sagen, es fühlt sich an wie Klauen, wenn man dort ist. Also, ich sage euch, wie es ist, Leute, weil wir es jetzt gemeinsam herausfinden werden. Wir sind jetzt hier am Brandenburger Tor. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich 2018 hier, Juli oder Juni war das. Ah. Boah, das waren Zeiten, Leute. Aber jetzt bin ich wieder hier. Es ist Full House, obwohl es so kalt ist und meine Ohren eingefroren sind. Aber wir müssen jetzt hier ein Foto machen, einfach aus dem Prinzip, dass ich es vor 5 Jahren hier auch gemacht habe. Ich möchte es nicht, dass es schön ist, Leute, das Foto oder so. Ich sehe echt kacke aus heute. Aber, es muss einfach da sein. Einfach aus dem Prinzip, dass ich sagen kann, ja, Leute, 5 Jahre später, ich bin wieder hier. Same place, different person. Oh. Ich sehe nicht aus wie vor 5 Jahren. Kannst sagen, was du willst. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Kylie. This is Kylie's British Embassy. Oh mein Gott! Kylie wird immer ein Stück von mir. Go! Da war gerade ein Junge, Leute. Der ist mit seiner Chaya unterwegs. Und die Mutter taucht von hinten auf. Schwöre, unangenehm. Boah, in diesem Souvenirmarkt hat meine Freundin, Alter, für ihre Mutter eine Tasse gekauft. Die war 40 Minuten dort drin, weil in der Tasse eine tote Fliege war. Das werde ich nie vergessen. Wir gehen jetzt kurz in Mall of Berlin. Ich war da schon drin. Ich war überall drin, Leute. Ich bin richtig Berlinerin geworden. And I was like, baby, 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 oh! Schön, meine Ohren sind so eingefroren. Ich gehe da nur rein, wenn meine Finger eingefroren sind, ich dieses Mikrofon nicht mehr halten kann und meine Ohren eingefroren sind. Da gibt's Sitze, da chillen wir kurz, okay? Okay. Okay. Ich zeige euch jetzt meinen Kontostand. Halt mal kurz das Mikrofon. Seid ready, erschreckt euch nicht. Erschreckt euch nicht, Leute. Spenden nehme ich gerne an. Egal, life is beautiful, guys. Don't cry. Money is not everything. Ich wäre so gerutscht, Leute, aber ich glaube, die ist zu, oder? Die Frage ist aber, warum ist es zu? Ja. Es gibt 2 Optionen. Bestimmte Leute haben sich reingesetzt, haben die Rutsche blockiert, Kinder sind gerutscht, haben sich stark verletzt. Du siehst aus, als ob du... Was denn? Option 2 ist, jemand hat was geklaut und ist hier runtergerutscht. Und ist schneller entweg. Okay. Also ich bin eh broke, Leute, das heißt, ich schiebe kein Auge auf irgendwas. Irgendwie, seitdem ich, wie lange habe ich jetzt nicht so zu essen bestellt? 3, 4 Wochen. Und seitdem ich das mache, Leute, seitdem geht es mir viel besser. Ich habe wirklich 20 Euro haben mir bis jetzt ausgereicht. Ich habe nur mal 10 Euro übrig, will ich kurz erwähnen. Und ich habe nicht gehungert oder geheult oder so. Ja, geheult habe ich ab und zu sehr oft, aber nicht, weil ich kein Geld hatte. Ich werde heulen, wenn ich zu Hause bin. Wir sind jetzt Rewe Pick and Go, Leute, und wir müssen gucken, was wir mitnehmen. Also es ist sehr kompliziert, der Mann hat es uns erklärt und mein Kopf hat so zur Hälfte registriert. Jetzt müssen wir halt gucken, was wir nehmen, Leute. Wir fahren mit den Sachen, die wir jetzt kaufen, zurück nach Heilbronn. Okay, wir fahren 7 Stunden damit. Das heißt, wir dürfen nicht allzu schwere Sachen nehmen. Und wir haben so eine Tasche geschenkt bekommen. Das ist auch ganz cool. Und mal gucken, ob alles passt, Leute, weil aktuell dauern die Belege, so wie er erzählt hat, 24 Stunden. Wenn was nicht passt, Leute, haben wir ein Problem. Die Frage ist, wo ist hier Wasser? Oh mein Gott, Inga, die haben alles. Schon ein bisschen komisch nachzudenken, dass diese großen Dinger da oben an der Decke mich die ganze Zeit scannen. Also nicht mein Gesicht, sondern mein Körperbau, meine Skelettstatur, so wie der Herr das erklärt hat. Also schon ein bisschen creepy, Leute, sage ich euch ehrlich, aber ich kann mir das Ganze ganz gut vorstellen, ganz cool eigentlich. Ich glaube, das würde voll helfen, so bei großen Warteschlangen. Die würden sich so minimieren, wenn jeder einfach rauslaufen kann. Okay, siehst du hier irgendwo vielleicht Pilze? Nein, oder? Ich bin voll aufgeregt, weiß nicht warum. Das willst du ja mit klauen. Einfach reinpacken und nie wieder rausgeben. Okay, hier gibt's nichts, Leute, wir müssen weiterlaufen. Wisst ihr, was ich brauche? Red Bull. Ich habe so lange kein Red Bull mehr getrunken, Inga. Wirklich. Oh, da piepst irgendwas. Hörst du? Hast du gehört? Hm? Da hat irgendwas Es hört jemand. Oh Gott, Inga, ich will das hier. Aber ich kann nicht... Das ist eine ganze Liter-Dings, das kann ich nicht mitnehmen. Ich muss gucken nach was Kleinerem. Pilze? Mango-Durstlöscher. Nehm ich mit, willst du auch eins?
Nein. Ja, du willst auch eins. Wasser, Leute, weil Wasser ist so teuer am Bahnhof, Alter. 3,50 €. Ich hab so Kopfschmerzen, ich bin so verwirrt, Alter. Ich nehme Hibiskus-Tee, Leute. Litchi-Maracuja-Geschmack. Ist es bei diesen Dingern auch so? Einfach nehmen? Ja, einfach Lieblingsgebäck schnappen und fertig, okay. Ich weiß gar nicht. Ich denke, am Ende werden wir so Berliner Diebe ausgezeichnet. Okay, was willst du essen? Ich hab nur so Pizza. Ich frage mich, was steht jetzt auf dem Kassenband? Steht da ein Berliner oder zwei? Ich weiß genau, ich habe jetzt keinen Hunger, aber später werde ich so Hunger haben. Ja, ich glaube, das passt so, Leute. Hier ist echt gut was los, Leute. Und auch ältere Menschen haben diese Apps mir aufgefallen. Das ist echt krass. Das heißt, die haben PayPal. Wir haben jetzt noch eine Laugenstange mitgenommen, Leute, mit 4 Sachen zum Essen aus der Bäckerei. Ob das alles auf dem Kassenzettel steht, ist so eine Sache. Wenn wir herausfinden, jetzt gucken wir, ob kleinere Sachen auch registriert werden. Ich fühle mich wie ein Reporter. Ich überlege gerade, was ich essen möchte, Leute, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Warte mal, kurze Frage. Wenn du auf PayPal kein Geld mehr hast und hier bezahlst, kommt es trotzdem durch? Oder hast du ja Schulden, weil du Essen gekauft hast? Das ist perfekt für Egg. Das ist perfekt für Egg, Leute, weil wenn sie kein Geld auf ihrem PayPal-Konto hat, kann sie ja trotzdem hierher kommen und kaufen. Weil PayPal ist ja, hat dann das Problem nicht Rewe. Versteht ihr, was ich meine? Wir kaufen noch Red Bull und Kaugummis und dann gehen wir. Okay, warte, wenn ich das jetzt nehme. Okay, wieder zurückpacke. Habe ich das jetzt? Willst du auf dem Kassenzettel stehen? Wenn du so auf heimlich die Sachen nimmst und reinpackst, also so unter deine Jacke zum Beispiel. Sieht er das? Okay, komm weiter. So, ich fühle mich so. Jetzt auch irgendein Kaugummi und das rausgehen, oder? Ciao. Ich fühle mich gerade, als hätte ich was geklaut. Ich muss kotzen. Digga. Ich glaube, ich muss echt kotzen vor Aufregung. Oh mein Gott. Also wenn das wirklich so funktioniert hat, Leute, und die Polizei in Berlin uns jetzt nicht sucht, Tag und Nacht, dann bin ich echt verblüfft. Also ich bin echt erstaunt. Also ich habe mich gefühlt wirklich wie ein illegaler Typ, Digga. Ich sag irgendwie, man muss ja nichts einscannen, gar nichts. Man konnte einfach rausgehen, einfach rausgehen. Also wenn das wirklich geklappt hat, Leute, und es wirklich so passt, dann brauchen wir sowas all over the world. Das Ding ist auch, Inga und ich sind als Gruppe reingegangen. Das heißt, hätte Inga den Laden verlassen und ich noch nicht und ich hätte mir 1000 Sachen gegeben, würde Inga am Ende die Schulden tragen. Das heißt, wenn ihr mit jemandem Fremden aus den Reihen geht, zahlt ihr für den Fremden. Das will ich kurz erwähnen, also müsst ihr mal aufpassen, dass niemand mit euch reingeht, aber schon krass. Bis ich den Laden nicht verlassen habe, ist Ingas Einkauf nicht beendet. Hey, seid voll schlau, ich schwöre, das ist perfekt für Egg, Alter. Die tut sich bei irgendeinem Typen reinschleimen, geht mit dem rein, Alter, tut, als würde sie ihren Code scannen, geht dann mit dem rein, holt sich Sachen, geht raus und meldet sich nie wieder bei dem. Ich fühle mich gern, als würde ich gleich in ein Dorf zurückfahren, Leute. Ich dachte schon, unsere Selbstzahlkassen in einem Kaufland, das sind sehr high-tech-produktiv, Leute. Aber Picking Your Star, das ist viel mehr wert als Selbstzahlkassen in Kaufland. Also es ist echt geisteskrank, Leute. Also ich hätte niemals gedacht, dass es sowas geben wird. So, du nimmst die Sache und gehst. Schwöre, ich bin reingegangen. Ich habe mein Red Bull in meine Tasche, in meine Jacke. Ihr habt gesehen, was ich damit gemacht habe, Leute. Und es war, als würde ich was klauen. And forget about you.